Es sind nur noch 2,5 Wochen, dann sind Sie wieder gefragt bei der Bundestagswahl. Und damit Sie gut informiert zur Wahlurne gehen, stellen wir Ihnen die sächsischen Spitzenkandidaten der verschiedenen Parteien vor. Los geht's heute mit den Grünen. Auf Platz 1 der sächsischen Landesliste kandidiert Monika Lassar. Die 41-Jährige sitzt bereits seit knapp 5 Jahren im Bundestag. Fahrradfahren ist ihre Leidenschaft. Egal ob in Leipzig, wo Monika Lassar zu Hause ist, oder in Berlin, wo sie auch mit dem Rad zum Bundestag fährt. Man wird manchmal irgendwie nicht erkannt, wenn man vom Fahrrad steigt, insbesondere wenn das Wetter nicht so schön ist und man hat irgendwie sein Regenkombi an. Aber ansonsten wird man belächelt. Man sagt, na ja, typisch grün. Mit umweltpolitischen Themen in Berührung kam Monika Lassar schon in der DDR. Die Tagebaue und Braunkohlekraftwerke waren von ihrer Heimatstadt Markkleeberg nicht weit weg. Im Herbst 89 ist sie dann bei den Leipziger Montagsdemos mitgelaufen. Das ist einfach eine Erfahrung, die man in seinem Leben gemacht hat. Das bereichert einen ungemein, das macht einen auch sicher im Umgang. Und wenn man jetzt manchmal mitbekommt, man schwimmt gegen den Strom, man ist Minderheit, dann sage ich mir, das war früher alles viel schlimmer und jetzt kann dir eigentlich nichts mehr passieren. Politik spielte in Monika Lassars Leben aber lange Zeit eine Nebenrolle. Nach dem Studium arbeitete sie zunächst in der Bäckerei ihrer Eltern. Nach weiteren Zwischenstationen kam sie 2004 in den Bundestag. Eines ihrer Themen ist der Kampf gegen Rechtsextremismus. Mir war es wichtig, das Themengebiet Rechtsextremismus sehr breit anzugehen. Zum einen, dass es nicht nur ein ostdeutsches Phänomen ist, sondern dass es eben auch genauso in Westdeutschland verbreitet ist. Ziel für die Wahl ist, diesmal besser abzuschneiden als vor 4 Jahren. Dann könnten die sächsischen Grünen, so hofft Monika Lassar, nicht mehr mit 2, sondern dann mit 3 Abgeordneten in den Bundestag einziehen.